Sicher habt ihr schon gehört, dass beim Bundeshaushalt ziemlich viel los ist. Aber mal ganz genau, was passiert denn da? Politik lebt von Meinungen, aber auch von Erklärungen. Und Otto erklärt hilft dabei ein wenig. Also wenn wir jetzt über Haushaltspolitik reden wollen, haben ja viele die Angst, dass das wie in der Schule ist, wie Mathematikunterricht. Ne? Jeder in die letzte Reihe, bloß nicht weiter darüber reden. Dabei ist Haushalt eigentlich schon sehr interessant. Das sind nicht nur trockene, dicke Bücher und viele Zahlenkolonnen, sondern das ist politische Entscheidung. Das, was wir manchmal ungern hören, Macht, die man verantwortungsvoll ausüben muss, aber die man eben ausüben muss. Worum geht's im Moment? Naja, die größte Hürde hat uns Mitte November das Bundesverfassungsgericht gegeben, in dem es gesagt hat, bestimmte finanzielle Dinge kannst du nur in dem Jahr einnehmen und ausgeben, wo du sie auch geplant hast und nicht einfach in die nächsten Jahre geben. Das ist nicht einfach, weil nehmen wir mal das A-Hochwasser. Da könnte man ja schon sagen, naja, es wäre eigentlich ganz gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger an der A wissen, wofür bekomme ich eigentlich Geld? Ist das sicher? Habe ich das auch in den nächsten 3, 4 Jahren, wenn die Brücken repariert werden müssen, wenn ich mein Haus repariere, wenn Straßen erneuert werden müssen, wenn Dinge auch besser abgesichert werden müssen? Und das hat am Ende dazu geführt, dass man einerseits im Haushalt 23, also 2023 für die Langversion, und im Haushalt 2024 umbuchen muss. Führt das zu mehr Schulden? Nein. Führt es zu zusätzlichen Ausgaben? Nein. Man könnte einfach auch sagen, die Schuldenbremse der Verfassung, und das ist das, was das Verfassungsgericht entschieden hat, die ist gestärkt worden. Und das bedeutet, dass so Politiker wie ich, aber auch andere, eben nicht mehr Geld ausgeben können als das, was die Verfassung erlaubt, wenn nicht eine Notsituation besteht. Ja, und darüber ging dann der Streit auch. Was ist eine Notsituation? Wann liegt die vor? Wie viel mehr Geld darf ich ausgeben? Und aktuell sind wir jetzt, nachdem wir das Jahr 2023 ohne zusätzliche Schulden nach dem Urteil durch Umbuchungen, weil wir eben bestimmte Dinge nicht mehr nutzen können, in eine richtige Richtung gebracht haben, sind wir damit klar. Aber jetzt kommt 2024. Und eigentlich wollten wir das, so wie es sich gehört, auch Ende des Jahres 2023 abschließen. Da das Urteil aber Mitte November kam und doch ziemlich ausführlich gewesen ist, haben wir jetzt genau geschaut, was geht wie, und dann kommt was Spannendes. Dann gibt es ein Treffen des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und des Finanzministers. Also der drei stärksten Persönlichkeiten innerhalb des politischen Systems. Nur eines wird dabei vergessen. Die sind Teil der Regierung und wir haben eine Gewaltenteilung. Und da kommen dann so Parlamentarier, so Haushälter wie ich ins Spiel. Und diese Parlamentarier sagen dann, zeigt uns mal in der Regierung, wie ihr das plant. Und dann gucken wir uns das genau an. Dann machen wir eine Anhörung. Dann machen wir noch lange Nachtsitzungen im Ausschuss, weil wir ja genau gucken müssen, wie wird denn das Geld verteilt, beziehungsweise an welcher Stelle muss die Koalition noch mal einsparen. Und hier kommen wir zum Kernproblem. Und das kann sich jeder von euch ja mal fragen, wie ist denn das eigentlich mit dem Sparen? Bin ich dafür oder dagegen? Spannende ist, 2 Drittel der Bevölkerung sagen nach eigentlich allen Umfragen, ja, ja, sparsam ist gut und nicht zu viel Geld den Politikern geben, weil dann geben sie es für sinnlose Dinge aus. Jetzt kann jeder Politiker sagen, auch ich, nein, nein, ich werde es niemals für sinnlose Dinge ausgeben. Aber was sinnhaft und was sinnlos ist, das ist ja in der Politik eine Entscheidung, die der Bürger über die Wahl der Fraktionen entscheidet und die wir dann im Bundestag auch wiedergeben müssen. Und da ist noch eine ganz schöne Aufgabe, denn es gibt einen zweiten Punkt. Fragt euch selbst, seid ihr für Sparen und wenn ja, wo? Und dann werdet ihr feststellen, dass fast keiner dafür ist, bei sich zu sparen. Und das ist übrigens in der Politik genauso. Die jeweiligen Fachbereiche sagen, ja, ja, Sparen ist gut, aber bitte in dem anderen Politikbereich. Da sagt die eine Gruppe, aber bitte nicht bei mir. Die nächste sagt, aber bitte nicht bei mir. Und das ist dann die Verantwortung, die wir haben. Und darüber geht der Streit jetzt. Wird der entschieden in der Regierung? Nein. Das ist ganz wichtig, weil es oft vergessen wird in Deutschland. Regierungen entscheiden keine Gesetze. Die machen Gesetzentwürfe. Entscheiden tut es das Parlament. Das ist die Gewaltenteilung. Ja, eine Regierung hat meist eine Mehrheit im Parlament. Auf die kann sie sich auch verlassen, aber nicht in dem Sinne, dass ein Parlament einfach zu 100% das macht, was die Regierung vorgibt. Wer von oben durchregiert, der bekommt am Ende auch nur schwache Ergebnisse und nicht etwas, was am Ende zu einer Befriedigung führt oder zu einem Kompromiss. Sind Kompromisse schlecht? Manche sagen ja, aber in einer Koalition ist das eben so. Und wer glaubt, wenn andere an der Macht wären, die müssten keine Kompromisse machen, naja, der glaubt vielleicht auch an andere Dinge. Also, Haushalt. Gar nicht so uninteressant, ziemlich viel, was drinsteckt
Und übrigens die ganze Bandbreite der Politik. Denn fast alles kostet leider, sage ich als Haushälter, Geld. Aber wenn ich es richtig ausgebe, an den richtigen Stellen, für die wichtigen Dinge für die Zukunft, dann kann man schon viel tun. Und was die richtigen Dinge sind, darüber reden wir dann vielleicht ein andermal. Kompliziert, sie ist nicht so kompliziert, obwohl sie es ist. Darüber geht es auch erklärt, warum man erklärt. Was nervt die Leute an Politik?